Ihr müsstet jetzt mal das Gesicht von dem sehen, so. Erzähl doch nochmal bitte. Was denn? Dein Aussetzer. Ach, hör auf. Nicht lustig. Ja, ich weiß, dass es nicht lustig war, aber... Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt heulen? Nein. Also. War trotzdem schön. Hallo zusammen. Hallo. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich sollte es ein kleiner Funktionstest werden. Ja, wie fährt die Dr. Big und Walter? Und dann kam alles anders. Wie ihr aus der Überschrift schon entnehmen konntet, gibt es Defizite. Und dazu haben wir was vorbereitet. Hier, wunderbar, an unserer Wand. Und ich hätte aber gesagt, wir starten einfach mal in den Beitrag, oder? Ja. Gut, kurzer Beitrag, schöne Tour in die Eifel und dann kommen wir wieder nach hier zurück. So, liebe Leute, so sieht's hinter den Kulissen aus. Letztes Mal war es mein Bike. Und diesmal ist Walter schuld. Tu's weg. Ja, was soll ich dazu sagen? Will nicht angehen, ne? Der Jens Scheiße. Ist richtig gereizt. Bob. So sieht's übrigens hinter den Kulissen aus. Halt durch ist und die gar nicht mehr Druck hat vom Zylinder her, dann kannst du auch viel orgeln, ne? Dann läuft ja auch nichts. Ja, ja. Da kann der Vergaser auch neu verpackt und eingebaut sein. Ihr Armen. Wir gehen Fritten essen in Monschau und ihr kommt mit. Guck, wo eine Pommesbude ist. Ja, in Monschau. Ja, ja. Ja, Fritte to go. Einfach weit nach vorne gucken. Wie so eine Behämmerte. Ja, du guckst aber nicht weit genug nach vorne. Ich sehe ja, das von hinten. Wo muss ich denn hingucken? Ja, da wo Ende ist von der Kurve. Und jetzt Gas. Siehst du? Ja. Besser? Ja. Ja. Das ist bei mir jetzt im Kopf drin. Wenn ich sage, ich traue mich das noch nicht. Oder erst mal langsam anfangen. Dann baue ich eine Mauer um mich rum und dann bin ich beratungsresistent. Dann höre ich einem eh nicht mehr zu. Das ist ja mein Problem. Ah. Dass ich dann einfach keinem mehr zuhöre. Was richtig scheiße von mir ist. Zum Glück fahren wir immer mal zusammen Motorrad, dann kriegen wir das auch hin. Du darfst dem Motorrad schon vertrauen, dass es in der Kurve hält. Das hat Grip in der Kurve. Ja. Ja? Oh, wie schön das da unten aussieht. Oh ja, oh. Ja, traumhaft. Das ist Monschau. Und hier wäre ein toller Biergarten. Wäre. Wäre, genau. Das wäre doch die richtige Hütte da, ne, gegenüber. Auf jeden Fall. Zum Chillen hier. Grill steht schon da. Eine Bank, ein Tisch. Mehr brauchen wir nicht. Ja, ja, zum Glück ist Monschau nicht so groß. Also wir können jetzt hier auch mal mit den Klamotten durchlaufen. Bei 21 Grad geht das noch gerade so, ne? Noch geht's, noch geht's. Bald kommt die Zeit, da können wir das Innenfutter rausmachen. Noch besser. Noch habe ich auch mein Jäckchen drin. Ja. Hier, guck mal, Schild an, Glühwein. Oh ja. Und Waffeln. Wie in so einem Märchen hier, ne? So ein bisschen. Ja. Das sieht bestimmt auch richtig schön im Winter aus. Ja, voll. Wenn hier so Schnee liegt. Mir wird nur langsam warm irgendwie. Ja, da musst du dich frei machen. Ihr vermisst jetzt den Walter, ne? Und genau, jetzt haben wir so lange noch rumgefuhrwerkt an der Kiste. Und eigentlich hätte ich es wissen müssen. Also die Ursache kann jetzt aus mehreren Bestandteilen bestehen. Einmal ist ein Dreck vielleicht noch im Tank. Der wiederum den Vergaser verstopft hat auf ein neues. Oder so wie die rausgeknallt hat, auch vielleicht irgendwie Wasser- und Benzingemisch. Deswegen ist der Walter jetzt nicht da. Gruß geht raus an der Stelle. Uns gefällt es hier. Sehr schön.
Aber ich bin jetzt schon wieder ein bisschen gestresst wegen den Kurven. Ich glaube, ich muss mal so ein Kurventraining machen. Mir wäre gerade was passiert, habe ich hier Ketchup an den Finger und wollte mir die ablecken mit der Maske. Mhm. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Du kennst das auch? Uiuiui. Wie war's denn? War das lecker? Wir überlegen schon, wo wir morgen hinfahren, ne? Also ich wäre dafür, dass wir morgen mal eine richtige Strecke machen, weil das war jetzt 50 hin, 50 zurück, glaube ich. Ja. Und morgen können wir dann noch eine 1 vorpacken, also hin. 150? 150 hin, 150 zurück, oder? Da sind wir wieder bei unseren Schätzekens. Ja, direkt wiedererkannt, ne? Ja. Was für ein ungleiches Pärchen. Und jetzt geht es wieder richtig ab. Ja. Diesmal fahre ich dir aber hinterher, damit ich hier so ein besseres Gefühl für ja, genau. Ja, mit ja. Die Kurve, Chris? Ja. Nein, ja. Die kriege ich ja, aber damit ich... lernen durch Abgucken. Ja, genau. Oh, jetzt haben wir noch ein paar nette Zuschauer. Ja, richtig nett. Ich fand das so süß, dass die das an den Karren erkannt haben. Ja, ne? Ja, ja, gut. Richtig cool. Sie sind fast... nicht ganz unauffällig. Aber nochmal einen schönen Gruß an euch. Ja. Ich weiß nicht, wo du anfangen sollst. Wir waren in der Eifel. Nein, wir sind schön rumgefahren, alles war super, bis der Jens gesagt hat, so, dann fahren wir mal zum, wie hieß dieser Ruhrsee? See? Zum Ruhrsee. Da hat es bei mir direkt wieder im Kopf angefangen zu rattern. Ich habe nur gedacht, Eifel, scheiße, aber ich habe nichts gesagt. Ja. Dann sind wir da hingefahren und dann waren wieder diese Kurven da. Ja. Beziehungsweise eine Kurve, ist das die so richtig so? Eine Rechtskurve. So. Ja, die. Auf jeden Fall, habe ich da wieder halt Mist gebaut, bin auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ja, und da heißt es oft so, Unfall, weil zu schnell. Ja. Und Unfall, weil zu schnell will ich gar nicht hier so stehen lassen. Ich will es einfach mal anhand der Bildchen hier, eine höchste künstlerische Leistung von meiner Seite. Hast du sehr schön gemacht. Um einfach mal zu zeigen, wie funktioniert das denn eigentlich. Ja. Gehen wir es mal durch, oder? Ja, machen wir. Herr Lehrer, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mir mal einen Gedanken gemacht, weil es ja doch viele Videos gibt über wie fahre ich Kurven. Angst vor Kurven ist im Prinzip ein geläufiger Begriff, der benutzt wird, wenn man sagt, ja, ich traue mich jetzt nicht richtig. Der Respekt vor Kurven, der sollte nie verloren gehen, besonders auf der Straße. Welche Faktoren gibt es, die dem Motorradfahrer Sorgen machen sollten, und zwar verschiedene Untergründe, verschiedene Straßenbeläge, verschiedene Fahrbahnbeläge, nass, trocken, Rutschgefahr durch Öl, durch Sand, durch Flüssigkeiten, also es sind echt viele Faktoren, die zusammenkommen. Plus die Tatsache, wie fahre ich denn durch eine Kurve am besten? Und ja, das beste Rezept natürlich, um dagegen zu wirken mit dem Motorrad, ist natürlich fahren, fahren, fahren. Weil der Faktor Schräglage, der kommt mit der Zeit. Also erst, wenn man das Fahrzeug ein bisschen besser kennt und sich so ein bisschen eingegroovt hat. Ich kenne jetzt keinen Autofahrer zum Beispiel, der sagt, ich habe Angst vor Kurven. Track, Rennstrecke ist immer ein anderes Thema. Und da gibt es im Prinzip relativ simple Gesetze. Es gibt eine Linie, die heißt Ideallinie und die sieht dann so aus, dass man quasi den vollen Umfang einer Straße, eines Belages nutzt. Und das heißt auf einer Rennstrecke, bei einer Rechtskurve, außen anfahren, nach innen reinziehen und nach außen tragen lassen. Das Ganze kombiniert mit einem
mit einem präzisen Blick, wo will ich langfahren, und dann ist das so quasi die schnellste Linie. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht über Geschwindigkeit sprechen. Wie gesagt, um das nochmal zu verdeutlichen, auf der Strecke, auf einer abgesperrten Strecke ohne Gegenverkehr habe ich die Möglichkeit natürlich einen Kurvenradius zu verändern. Das heißt, ich fahre die Kurve außen an, peile einen inneren Punkt an. Da gucke ich halt, dass ich auf einer Rennstrecke relativ nah am Curb bin, relativ spät auch in die Kurve reinfahre, um dann wieder raus zu beschleunigen. Mit Nutzung der maximalen Schräglage, aber die nur ganz kurz, weil der Bereich hier, der ist relativ aufrecht beim Anbremsen. Hier einmal sehr schräg und dann frühes Aufrichten vom Motorrad, um raus zu beschleunigen, um den maximalen Speed mitzunehmen. So, und das war jetzt so mal die Erklärung, die aber für die Straße gar nichts verloren hat. Straßefahren ist komplett anders und deswegen nehmen wir das direkt wieder weg, weil Straßefahren bedeutet eben verschiedene Untergründe, bedeutet Verkehr, bedeutet andere Verkehrsteilnehmer und bedeutet auch kein Hang-Off-Fahren. Wieso das so ist, sprechen wir jetzt anhand der anderen Bilder mal durch, weil ich es eigentlich ganz wichtig finde, dass man sich da mental mal so ein bisschen drauf vorbereitet und sich das anguckt. Wie fahre ich denn ideal auf einer Straße durch eine Kurve? Wenn ich jetzt hier im Prinzip meine Straße habe, das ist eine ganz normale, handelsübliche Straße. Es ist natürlich ein bisschen anders, wenn wir keine Markierung haben für den Gegenverkehr, wenn die Straße was schmaler wird. Also eine normale, breite Straße, so wie man sie eigentlich so ganz oft antrifft, in der Eifel zum Beispiel. Rechtskurve ist im Endeffekt immer so das Problem, wo fahre ich lang? Und eine Linkskurve ist nochmal so ein bisschen anders, und deswegen habe ich es als Bild mal dargestellt. Idealerweise wählen wir die Geschwindigkeit so aus, dass wir uns in unserem Fahrbahnbelag immer neutral verhalten können, also immer in der Mitte fahren. Und wir müssen jederzeit auch bereit sein, anhalten zu können. Also nicht zu bremsen und das Ding irgendwie noch so zu retten, sondern wirklich anhalten zu können, wenn irgendwas mal ist. Und das ist in der Kurve gar nicht so einfach, selbst wenn man geübt ist als Motorradfahrer. Also hier das neutrale Durchfahren der Kurve ist im Prinzip das, was man sich wünscht, machen zu können. In der Praxis sieht es dann doch wieder anders aus, ob man jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell reinfährt oder wie auch immer. Also, es ist so, dass wir, wenn wir etwas flotter sind, natürlich versuchen sollten, bei einer Rechtskurve so weit wie möglich im äußeren Bereich zu bleiben. Immer natürlich beachten, dass uns ja auch Fahrzeuge entgegenkommen, die man aber in einer Rechtskurve meist gut sehen kann. Das nächste ist die Blickführung. Wenn der Blick nicht versperrt ist durch irgendwelches Grünzeug, dann funktioniert das, ne? Dann fahre ich hier durch und sehe quasi zum Endpunkt hin. Also ich visiere den Punkt an, wo ich hinfahren möchte. Sind aber jetzt hier die Bäume und Pflänzchen und so, dann kann ich da meist nicht hingucken, weil die Sicht versperrt ist. Und das ist schon so das erste Problem. Also deswegen, wie gesagt, die Geschwindigkeit so wählen, dass wir neutral auf Zug da durchfahren. Auf Zug bedeutet nicht so schnell wie möglich, sondern dass wir das Motorrad reduzieren von der Geschwindigkeit. Aber dann ab einem Punkt, der so früh wie möglich ausgewählt werden sollte, das Motorrad auf Zug bringen, sodass das Motorrad arbeiten kann, dass das Fahrwerk arbeiten kann, dass das Motorrad sauber auch meinem Impuls folgen kann. Jetzt kommen wir zur Kurve aus der Eifel, wo es passiert ist. Jetzt waren wir gekoppelt mit dem Sehner und dann sage ich zu Alex so, fahr Brems an und fahr hier so ein bisschen weiter außen und versuch relativ spät hier einzulenken. Das hat den Vorteil, wenn du relativ spät einlenkst, dass du nicht Gefahr läufst, hier auf dieser Seite rauszukommen. Weil hier, bis hier ist alles gut, ab hier ist es tabu.
Also das sollte man sich auch nie angewöhnen, die Gegenspur mitzubenutzen und als meine Spur anzusehen. Weil das ist so eine Gewöhnung, wenn man sich das einmal falsch angewöhnt, das ist jetzt meine Meinung, ich bin weder Fahrlehrer noch sonst irgendwas, aber ich habe schon eben ein paar Kilometer auf dem Buckel, das geht in die Hose. Manchmal sagt ihr, wir fahren hier auch sehr nah an der Mittellinie, egal welche Kurven wir fahren. Das hängt aber damit zusammen, dass die Kamera, ja, die das Ganze filmt hier, dass die meistens auf der linken Seite montiert ist und euch suggeriert, dass wir weiter in dem Bereich fahren würden. Nur mal so zur Erklärung. Also das sieht im Video immer ein bisschen anders aus, deswegen müsste man es im Video so darstellen, dass die Kamera auf jeden Fall neutral positioniert wäre. Aber nochmal auf den Punkt zu kommen. Die Blickführung ist das Wichtigste. Wir müssen hier durch die Kurve fahren und einen Punkt anvisieren, der im Prinzip hier schon so das Ende der Kurve zeigt. Und das ist das Wichtigste, die Blickführung. Es gibt einen ganz einfachen Spruch. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Und ich sage auch zu Alex, ich sehe das sogar von hinten, weil ich sehe, wenn die Alex nicht richtig guckt, dann geht der Blick nach unten, zu weit vors Vorderrad. Ja, sie fährt hier lang und guckt aber hier vors Vorderrad und dann hier vors Vorderrad und dann hier vors Vorderrad. Und der Blick kann sich durchaus auch zum Kurvenausgang bewegen, also können ruhig den Kopf dabei bewegen. Einfach ganz bewusst bewegen, weil wir dann besser sehen. Weil wir besser sehen können, wo wir hinfahren wollen. Und das Motorrad folgt uns leichter durch die Kurve. Das ist im Prinzip der ganze Gag dabei. Dazu kommt natürlich beim Anfänger, dass er immer Angst hat. Ich benutze jetzt einfach dieses übertriebene Wort Angst. Bei manchen ist es wirklich auch so, Angst, das Motorrad in Schräglage zu bringen. Wir sprechen aber nicht wie beim Track hier von bis zu 60 Grad Schräglage, sondern vielleicht von 25 oder 30 Grad Schräglage, wenn wir ganz normal durch eine Kurve fahren. Und wie gesagt, der Punkt, wenn du mit dem Auto durch eine Kurve fährst, machst du dir da überhaupt keinen Kopf, weil das Thema Schräglage beim Auto keine Rolle spielt. Bin ich ein bisschen zu schnell, quietscht es ein bisschen, ne? Und bin ich ein bisschen zu schnell rein, quietscht ein bisschen über die Vorderachse, bin ich ein bisschen zu schnell raus, quietscht ein bisschen über die Hinterachse. Beim Motorrad sieht es halt eben anders aus. So, jetzt nehmen wir nochmal die Eifelkurve hier, weil die so schön ist, da können wir auch besser reinmalen. Ne? Und ganz einfach die Rechtskurve. Ich habe hier mal den Bereich eingezeichnet und es ist relativ simpel. Dieses Gestrichelte, klar, signalisiert mir natürlich, dass ich auch irgendwen überholen dürfte. Wer die Linie durchgezogen ist, ist was anderes. Aber generell mache ich für mich im Kopf eine Linie, die wie eine durchgezogene Linie ist oder wie eine Mauer ist. Die andere Seite der Fahrbahn ist tabu. Deswegen habe ich ja trotzdem noch genug Spielraum auf meiner Seite. Ich will es jetzt auch nicht zu kompliziert machen und auf unmarkierte, schmale Straßen jetzt noch übertragen. Was ich nur sagen will, ist, das ist der Bereich, wenn du rechts rumfährst, den du einhalten solltest. Und um es nochmal zu vereinfachen, jetzt nehme ich mal den roten Stift. Warte mal. Ah, hier ist der rote Stift. So, ist es ganz gut, wenn man im Prinzip eine Kurve etwas später einleitet. Und zwar hier an diesem Punkt. Nicht hier in der Mitte neutral durchfahren, das ist okay. Aber wenn man jetzt etwas später einleitet, habe ich halt den Vorteil, dass ich wieder besser sehen kann. Dass ich besser den Punkt überblicken kann, was ist hier. Ne? Also ähnlich wie beim Kamerafokusfeld habe ich hier natürlich einen besseren Überblick, wie wenn ich jetzt hier irgendwo weiter auf der Innenseite bin und komme in einem schöneren Radius um die Kurve rum. Ist allerdings wieder was man auch üben sollte. Nach wie vor ist meine
mein Anliegen, euch zu vermitteln, versucht einfach erst neutral zu fahren, versucht euch an die Schräglage zu gewöhnen, die man aufbringen muss, versucht euch daran zu gewöhnen, ein Gefühl zu entwickeln, wie schnell bin ich beim Anfahren der Kurve, und gewöhnt euch auch an, dass ihr ab dem Scheitelpunkt, also ab hier spätestens, wieder auf Zug geht, dass das Motorrad sehr neutral durch eine Kurve durchfahren kann. Auf Zug bedeutet nicht auf Vollgas, sondern so, dass das Gas anliegt, dass der Motor nicht nur leer mitläuft, sondern das Motorrad schon wieder vorwärts treibt. Drum sage ich auch, wenn ich hinter dir herfahre, jetzt gib Gas in dem Augenblick, ja, weil das Motorrad dann einfach schöner durch so eine Kurve durchfahren kann. Die Linkskurve ist im Endeffekt die Kurve, die so ein bisschen mehr Probleme macht. Und zwar haben wir hier den ähnlichen Fall. Wir versuchen hier bei der Linkskurve, müssen wir versuchen als Motorradfahrer eher in diesem Bereich uns zu bewegen, ja? Also näher am Außenbereich. Wieso? Weil wir immer damit rechnen müssen, ob das jetzt ein großes Auto ist oder ein anderer Verkehrsteilnehmer, dass uns hier in dem Bereich, ich mache den hier mal so in Rot, dass uns in dem Bereich auch wer entgegenkommen kann. Deswegen muss man immer versuchen, im normalen Straßenverkehr so zurückhaltend zu fahren, dass man das unter Kontrolle hat und gegebenenfalls hier nicht seine gedachte, idealere Linie fährt, sondern sich zurücknimmt und sagt, okay, wenn ich hier schon was sehe, kann ich ja damit rechnen. Wenn ich aber hier meine Bäume wieder stehen habe, ja, dann wird das natürlich immer schwieriger, das einschätzen zu können. Guck mal, wie schön ich die Bäume malen kann. Ne? Und umso erschrockener bin ich, wenn auf einmal hier auf meiner Seite wer ist. Und meine Seite, die ist zwar angedacht hier als schraffierte Fläche, das ist ja mein Bereich, aber als Motorradfahrer tue ich doch besser dran, mich da ein bisschen zurückzunehmen. Weil im Duell mit egal wem ziehe ich den Kürzeren nämlich. Ganz einfach. Ne? Also egal was da kommt, ist es blöd. Und das ist halt so ein Gefahrenpunkt. Und hier das Gleiche. Bist du zu schnell oder guckst du schlecht? Guckst du zu knapp vors Vorderrad? Jetzt wird es unübersichtlich mit den Stiften. Nehmen wir einfach mal blau. Guckst du zu knapp vors Vorderrad, dann eierst du dir hier so einen durch. Und das Motorrad fährt nicht mehr eine Linie, sondern so einen macht das Motorrad. So eine Schlangenlinie. Gehe ich aber hin und richte meinen Blick wieder weiter in die Kurve, ja, und sage, hier möchte ich rauskommen, dann ist es viel einfacher, einen gleichmäßigen Bogen zu fahren. Also weit gucken, abscannen und durchaus auch den Kopf bewegen. Das Ganze können wir natürlich noch ein bisschen ausweiten und in einem weiteren Video nochmal besprechen, an der Strecke, an der Kurve vielleicht auch, und das Ganze mal zusammen durchfahren und zu erleben. Die Alex hat nämlich ein anderes Problem, was den Respekt an der Kurve angeht. Angst vor Rechtskurven. Angst vor Rechtskurven, weil sie Angst hat, dass hier ihr jemand entgegenkommt. Oder hier. Oder hier. Und dass sie da nicht reagieren kann. Was natürlich auch passieren kann, dass dir immer einer entgegenkommt. Deswegen ist dieses äußere Anfahren und dann reinziehen immer so eine Sache. Bei einer Rechtskurve, wie gesagt, ist es so, dass du oft ja die Fahrzeuge besser sehen kannst, weil es von der Aufteilung, ja, du fährst hier lang, die anderen Fahrzeuge kommen hier rumgefahren, dass du die durchaus früh erkennen kannst. Wiederum schlecht erkennen bei einer Begrünung ist halt der Punkt, wo du hin willst. Ne? Also wenn du hier wieder deine Bäumchen hast, dann hast du es halt echt schwer,
diesen Punkt anzuvisieren. Deswegen muss man das auch immer wieder üben. Mir ist aufgefallen, dass ich Angst vor Rechtskurven habe, weil ich Angst habe, dass einer in mich reinfährt. Genau, das ist halt was, was man jetzt schwer trainieren kann. Da muss man im Prinzip in die Richtung einfach eine gewisse Routine aufbauen, dass man sagt, okay, man ist von der Geschwindigkeit, von der Schräglage so sicher unterwegs, dass man das alles gut bewerkstelligen kann. Weil nur dann, wenn dieser Prozess automatisiert ist, mache ich mir keinen Kopf mehr um das hier alles, sondern habe in dem Augenblick auch wieder mehr Gedanken frei, was kommt mir entgegen, wie sieht der Untergrund aus. Deswegen ist es auch so anstrengend, wenn ihr ganz am Anfang so mega lange Touren fahrt, das ist mega anstrengend für euren Kopf. Du musst an jeden Prozess denken, überleg mal. Du denkst dran, wie schnell fahre ich jetzt, in welchem Gang bin ich noch. Ne? So Sachen. Ja, auf der Autobahn. Ja, wir sprechen wir jetzt hier über die Kurven. Das, ich meine eben, das sind halt diese Faktoren, die dann gebündelt auf einen reinprasseln und dann sagt man, okay, Kurven sind scheiße, ich habe Angst vor Kurven, fahre ich lieber auf die Autobahn. Und man muss halt sich selber zwingen, aus seiner Komfortzone rauszukommen und vorzugsweise dann mal Kurven zu fahren unter der Woche, wenn halt eben hier weniger los ist, dass man sich dran gewöhnt, wie reagiert das Motorrad in Schräglage, wo suche ich meinen Punkt aus, meinen visuellen Punkt, wo ich langfahren möchte, wo ich rauskommen möchte, also diesen Blick, diese Blickführung und einfach diese Routine. Später in den Bergen geht es dann noch Kurve eng links rum, eng rechts rum, mit Berg hoch und Berg runter. Das sind dann nochmal Faktoren, die erschwerend dazukommen. Also wenn du das Ganze noch steil bergrunter fährst in eine Serpentine oder ganz steil berghoch im ersten Gang, ne, wenn du dich so irgendwo hochschraubst, da ist es dann noch wichtiger, seine Blickführung zu benutzen und wirklich den Kopf zu drehen. Und wenn man sich das direkt richtig angewöhnt, dann tut man sich nachher auch was leichter im normalen Verkehr. Also das, dieses übertriebene Aufpassen natürlich, weil ich im Prinzip der bin, der mit den zwei Rädern unterwegs ist, der es den anderen mit den vier Rädern oder mehr Rädern natürlich immer unterlegen. Also nie auf das Recht pochen und immer damit rechnen, dass natürlich auch auf meiner Seite jemand entgegenkommt. Und je besser ich darauf vorbereitet bin und je öfter ich das trainiert habe, umso sicherer bin ich nachher in der Situation, wo ich sage, oh, das ist blöd. Weil ganz oft ist es nämlich so, dass der Motorradfahrer gar nicht schuld ist, sondern der Autofahrer schuld ist. Und der nächste Fall ist, dieses nicht einschätzen können, wie schnell bin ich, oh hoppla, ich habe in dem Fall, hast du dich jetzt vertan, du hast gemerkt, so, ich bin zu schnell, Geschwindigkeit passt nicht, ich habe mal gebremst, und ich habe nochmal gebremst, ach Mist, ich wollte ja eigentlich hier langfahren. Und das ist der Fehler. Ne? Also zu sehr auf eine Sache konzentriert, dann läuft es aus dem Ruder und nachher steht in der Zeitung, Motorradfahrerin verunglückt, weil zu schnell. Was Quatsch ist. Ja, man muss sich vorstellen, man ist Fahranfänger, dann traut man sich das noch nicht so zu, dann kommen die erfahrenen Fahrer, die an einen vorbeidüsen, wie die Gestörten. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich fahre halt langsamer, ja. Erstmal um die Kurven, weil ich das nicht kann. Und dann erschreckst du dich und dann hast du das erstmal im Kopf drin. Und dann musst du das halt auch nicht besser. Ja. Wir werden uns eine Kurve suchen, eben mit wenig Verkehr und werden das halt systematisch üben und gegebenenfalls auch ein paar Mal üben an einem Punkt, wo kein Verkehr ist und mit einer ganz normalen Geschwindigkeit. Und das ist der nächste Punkt. Richtig Kurven fahren lernst du tatsächlich erst, wenn du alleine fährst. Wieso ist das so? Auch nochmal hier ein Beispiel. Und zwar ist es
immer ein Problem, wenn ich einen habe, der mir vorne wegfährt. Ne? Da fährt er hier an, fährt hier schön rein, lässt sich hier raustragen, zack, wunderbar. Wenn ich jetzt dem hinterher fahre oder wenn die Alex mir hinterher fährt, dann guckt die Alex nicht richtig, sondern immer, dann guckt sie hier hin, dann guckt sie hier hin, dann guckt sie hier hin, dann guckt sie hier hin. Und dann ist sie durchgefahren und kennt die Kurvenlinie immer noch nicht. Ziel der Übung ist es ja, nachher eigenständig durchzufahren, dass du dir eigenständig den Punkt suchst und sagst, hier möchte ich hinfahren. Ja? Und dann haben wir die Blickführung und dann wählst du eigenständig deine Linie. Das ist auch oft ein Fehler, wenn man nämlich immer seinem Partner oder seiner Partnerin hinterherfährt, achtet man zu wenig auf den Verlauf der Straße und auf die Linie, die man eigentlich selber wählen muss. Das ist das. Im Auto habe ich ja solche Probleme nicht, aber auf dem Motorrad und wenn mich dann einer, ich habe damit kein Problem, wenn mich einer überholt, aber wenn ich dann in der Kurve bin und ich höre dann schon so einen richtig lauten Auspuff, da weiß ich ganz genau, was jetzt schon wieder passiert. Und dann habe ich Angst, also richtig zu gucken, weil ich ja nicht nach hinten gucken kann, weil ich nicht weiß, was macht er jetzt hinter mir. Und dann muss ich noch nach vorne gucken, dass keiner von vorne kommt. Aber da gilt eins, das, was jetzt hinter dir ist, ist in dem Fall einfach mal egal. Du musst das fokussieren, was vor dir ist. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Und der hinter dir ist, sollte normalerweise ein Stück weiter denken und sagen, okay, weil die Situation, die du beschreibst, habe ich nämlich auch noch im Kopf. Da warst du mit Warnweste, mit Neonwarnweste, dahinter der Fahrlehrer mit Neonwarnweste. Ja. Und dann kommen halt so zwei so Spezialhelden vorbeigebrannt. Ja, ist halt Kacke, ich bin sogar sowas. Die richtige Geschwindigkeit gefahren und die sind, ich weiß nicht, wie viel schneller die gefahren sind. Ja. Und dann, das kann vielleicht jetzt auch keiner mehr nachvollziehen, weil ihr alle auch erfahren seid und vielleicht auch schneller fahrt. Aber wenn dann wirklich so in der Fahrschule, dann lernst du das gerade und dann kommen solche an dir vorbeigefahren, ist vorbei. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch viel mehr malen soll oder so. Ich finde es auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie es euch in dem Fall geht. Es wäre natürlich sehr interessant, dass man da vielleicht nochmal anknüpfen kann. Und was echt schade ist, dass wir das im Nachgang nicht noch so drehen konnten, dass wir es in real zeigen konnten. Aber ich hoffe, dass das mit den Zeichnungen schon ein bisschen was gebracht hat. Zählen wir nochmal auf. Ganz wichtig ist Einschätzen der Geschwindigkeit, Vertrauen der Schräglage, nicht übertreiben dabei, neutral am Gas, ab dem Scheitelpunkt oder so früh wie möglich, dass das Motorrad sauber performen kann und ganz, ganz, aller, ganz Wichtigste, die Blickführung. Ich glaube, das Video hat jetzt Überlänge. Ist aber egal. wenn es euch gefallen hat, dann schenkt uns gerne ein Däumchen und abonniert den Kanal unbedingt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wie gesagt, gerne in die Kommentare, damit wir eure Erfahrungen sind. Auf jeden Fall, ich würde das auch interessieren. Genau, ja. dass man einfach sieht, ist es ein Thema für euch, dann können wir das vertiefen. Ist es halt kein Thema, dann sagt man, okay, dann machen wir wieder was anderes. Aber aus diesem aktuellen Anlass war es mir irgendwie wichtig, nochmal drüber zu sprechen und das so aufzubereiten, dass es im Prinzip etwas verständlicher ist wie in vielen, vielen anderen Videos, wo dann eine Drohnenaufnahme gemacht wird. Manchmal denkt man dazu komplex. Also einfach vielleicht auch nochmal ein Stückchen zurückspulen und sich das nochmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Ist jetzt einfach nur... Ja, war jetzt nur ein Tipp von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. Und Glöckchen. Und ding, Abo ding, da lassen. Tschüss.